Hostel 3 ist für mich eine der größten Enttäuschungen, die das Hollywood-Sequel-Kino jemals hervorgebracht hat. Eine große Überraschung eigentlich, wenn man dran denkt, dass ich selbst Hostel 1 und 2 nicht wirklich mochte. Aber Hostel 3 ist wirklich mit Abstand noch der schlechteste Teil der Reihe. Grundsätzlich wäre die Story meiner Meinung nach sogar vielversprechend. Wir haben einige unerwartete Twists, wir haben ein paar Änderungen, ein paar Plot-Twists, die sogar nicht schlecht umgesetzt wurden. Die Charaktere sind nicht solche unsäglichen Vollidioten wie in den ersten beiden Filmen. Man kann sogar ansatzweise hier und da ein kleines bisschen Sympathie für das Schlachtvieh entwickeln, aber Hostel 3 ist absolut langweilig und worin der Film ganz besonders versagt, sind die Kill-Szenen. Hostel und vor allem Hostel 2 hatte zumindest da ansatzweise dann bei den Fans ein bisschen einen Stein im Brett, weil er zumindest den Gore-Faktor entsprechend in die Höhe geschraubt hat. Hostel 3 hat die Angewohnheit, bei jeder Kill-Sequenz irgendwen oder irgendwas in den Weg zu stellen, dass die Szenen verraucht sind, dass man nichts erkennen kann und dass der ganze Film dadurch nur noch langweiliger wird, weil selbst die Szenen, die so einen Film teilweise schon noch retten könnten, auch ihn noch weiter in den Sand fahren. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das sagen würde. Und immerhin fand ich Cabin Fever 2 als den ersten Cabin Fever, ohne dass Eli Roth dabei war, gar nicht so schlecht. Hostel 3 ist einfach furchtbar. Bleibt weg davon!